Ich würde zunächst Sarah bitten, vielleicht zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Also ich denke, ganz entscheidend in einem Programmentwurf ist natürlich, eine gesellschaftliche Debatte auch mit anzuheizen. Und ich finde, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über eine andere Wirtschaftsordnung. Und wenn ich mir Umfragen angucke, gab es beispielsweise im August eine sehr interessante Umfrage vom MNIT. Und die besagte, dass 88% der Menschen in der Bundesrepublik meinen, wir brauchen eine andere Wirtschaftsordnung. Das heißt, wir brauchen eine andere als diesen Kapitalismus. Aber für die meisten ist relativ undefiniert, was denn anders gehen kann. Und ich glaube, dass wirklich ein Hauptgrund für die Stabilität dieser Gesellschaft heute ist, dass die Menschen zu wenig Alternativen sehen. Und ich denke deswegen, das ist eine wichtige Aufgabe, das ist die Aufgabe der Linken, über Alternativen zu reden zu diesem Kapitalismus, über andere Eigentumsordnungen und damit natürlich auch über die Möglichkeit, Demokratie und Verteilungsgerechtigkeit überhaupt erst wieder zu gewinnen. Vielen Dank. Wir machen in der ersten Runde Ladies First und Katja Kipping hält das Wort. Ja, ich meine, ein Programmentwurf soll zweierlei leisten. Zum einen eine gesellschaftliche Debatte befördern, und zwar eine Debatte, die deutlich macht, dass der Kapitalismus eben nicht das Ende der Geschichte ist, der aber auch Mut macht und Freude macht, darüber nachzudenken, wie denn ein demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Und der vor allen Dingen auch eine gesellschaftliche Entwicklung befördert, die da heißt, dass man aus den verschiedenen linken Traditionen das Beste zusammenführt zu einem Cocktail, der tatsächlich die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder zum Tanzen bringt. Mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben. Und zum Zweiten glaube ich, dass ein Programmentwurf aber auch für uns als Partei etwas leisten muss, weil wir in den letzten Jahren immer wieder unter enormem Druck agiert haben. Wir mussten uns neu gründen, es gab Wahlkämpfe zu führen, da blieb so manche Debatte auf der Strecke. Und insofern finde ich es nicht nur wichtig, dass wir am Ende einen Programmentwurf haben, sondern dass wir die Debatte tatsächlich nutzen, um uns selber besser kennenzulernen und um auch Widersprüche mal herauszuarbeiten ohne Denunziation, aber eben auch, damit man hier sagen kann, klar, man kommt etwas voran, man kommt sich näher. Und dass wir auch versuchen, inwieweit man Widersprüche nicht dialektisch nach vorn hin auflösen kann. Und vielleicht abschließend, es ist ja hier der Satz gefallen, ein Programm ist keine Dissertation. Das stimmt. Aber ein Programm ist eben auch mehr als eine Bildzeitung. Und deswegen sollten wir, die wir oft darunter leiden, dass wir in den Medien maximal 30 Sekunden haben, um irgendwie komplizierte Antworten auf komplizierte Fragen zu geben, nutzen wir die Programmdebatte, um mal länger als in 30 Sekunden staccato uns über grundlegende Probleme zu verständigen. Vielen Dank. Und jetzt machen wir weiter mit Ralf Krämer. Ja, ich denke, ein Programm muss die zentralen Botschaften und Ziele der Linken auch rüberbringen. Ich kann mich vielem anschließen, was gesagt worden ist. Wir müssen aber denken, die Leute wollen eine andere Wirtschaftsordnung, wenn sie das formulieren, weil der Kapitalismus, den wir jetzt erleben, eben immer wieder zu sozialen Krisen führt, zu Massenarbeitslosigkeit führt, dazu führt, dass die Bedürfnisse der Menschen nicht befriedigt werden können, dass die Umwelt zerstört wird. Und wir müssen, denke ich, auch deutlich machen, dass wir Antworten haben, konkrete Antworten auf diese Sorgen und Nöte und Interessen der Menschen und dass wir auch fürs Jetzt und Heute schon Antworten haben. Darum ist für mich ganz wichtig, dass im Programm die Frage des demokratischen Sozialismus sich irgendwo auch verbindet mit den sozialen Auseinandersetzungen jetzt, mit den Kämpfen gegen Arbeitslosigkeit, mit den Kämpfen für gute Arbeit, insbesondere für soziale Gerechtigkeit gegen Hartz IV. Und dass wir also auch da entsprechende Antworten haben. Und ich glaube, dass der Programmentwurf das im Grundsatz leistet. Vielen Dank. Und als letzter in der ersten Runde Matthias Höhn. Ja, zunächst denke ich, und da schließe ich an Katja an, dass wir zwei Dinge zu tun haben. Wir haben die Debatte zu führen und wir haben ein Programm am Ende zu verabschieden. Und die Debatte ist mindestens genauso wichtig wie die Verabschiedung am Ende. Und was ich mir wünsche ist, dass wir diese Debatte nicht mit richtig und mit falsch führen, mit dem richtigen Linken und dem falschen Linken, der manchmal auch der Rechte ist, mit demjenigen, der weiß, wie es geht und dem, der keinen Vorschlag hat, sondern dass wir den Mut haben, uns zuzuhören, voneinander zu lernen, dann kann auch die Linke insgesamt von dieser Diskussion gewinnen.
Und das Zweite, was ich sagen will, um vielleicht sozusagen auch noch einen Punkt zu ergänzen, der noch keine Rolle gespielt hat. Wir führen diese Programmdebatte vor unserer Erfahrung, vor unserer geschichtlichen Erfahrung. Wir aus dem Osten haben vor 20 Jahren einen Systembruch erlebt. Wir haben unsere Konsequenzen gezogen, unsere Debatten geführt. Und wir wissen, dass gesellschaftliche Veränderung nur als transformatorischer Prozess vonstatten gehen kann und dass wir uns einen Sozialismus wünschen, der von der Mehrheit gewollt wird und der nicht der Mehrheit übergestülpt wird. Und wir haben uns sehr intensiv verständigt über die Frage, was ist denn unser Verständnis von Freiheit? Und ich glaube, dass es wichtig ist für eine Linke im 21. Jahrhundert, dass wir es nicht wieder zulassen, dass Sozialismus und Freiheit gegenübergestellt werden, sondern dass wir sagen, wir wollen Sozialismus erreichen durch Freiheit, durch Gerechtigkeit und durch Solidarität. Ja, ich bedanke mich bei euch für die erste Runde. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir hier vielleicht nicht streiten wollen wie die Kesselflicker, aber dennoch die Themen, die Fragen, die in der Tat kontrovers diskutiert werden, heute auch in diesem Podium ansprechen wollen und natürlich auch vorbildlich sein wollen, dass wir hier uns, sage ich mal, auf das bessere Argument einlassen und hier eine faire Streitkultur miteinander pflegen. Und eines dieser umstrittenen Themen, die ja jetzt auch in der Debatte schon eine Rolle gespielt haben, das sind diese Fragen von Arbeitsbegriff. Welchen Arbeitsbegriff setzen wir an? Wie realistisch ist die Forderung nach Vollbeschäftigung? Wie sollte soziale Sicherung aussehen? Wollen wir diese soziale Sicherung in Form einer bedarfsorientierten Grundsicherung oder in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens gestalten? Das sind ja Debatten, die wir führen zum Begriff Arbeit und zum Begriff der Ausrichtung des Sozialstaates. Und Ralf Krämer und Katja Kipping haben ja in dieser Frage durchaus schon einen gepflegten Streit. Und ihr sollt jetzt auch die Möglichkeit haben, eure Position zu dieser Frage hier kurz darzulegen. Ralf, wir beginnen jetzt in dieser Runde mal mit den Männern. Bitte schön. Okay, also ich denke, das ist unverzichtbar ist für die Linke, dass wir festhalten an dem Ziel von Vollbeschäftigung, von Recht auf Arbeit, von Überwindung der Massenarbeitslosigkeit. Ich sage auch mal, wenn wir das nicht machen, wenn wir diese zentralen Interessen der Menschen sozusagen vernachlässigen, dann räumen wir ein Stück weit auch das Feld und geben das Feld, dass möglicherweise Rechte das ansprechen und dadurch stärker werden. Das dürfen wir nicht machen. Ich finde es andererseits verkehrt, wenn dem Programmentwurf vorgeworfen wird, da wäre ein rein erwerbsarbeitsfixierter Arbeitsbegriff drin. Wir haben eine Reihe von Stellen, wo wir deutlich machen in dem Entwurf, dass es gesellschaftlich notwendige Arbeit auch außerhalb der Erwerbsarbeit gibt, dass es uns darum geht, auch die Arbeit in Familien, im Erziehungsbereich, aber auch ehrenamtliche Arbeit, politische Arbeit, Arbeit, die man sozusagen zur Selbstentfaltung macht, dass die für alle möglich sein muss und dass die gerecht zu verteilen ist. Andererseits finde ich es richtig, dass die Fragen der Erwerbsarbeit vom Umfang her im Mittelpunkt stehen, weil das tatsächlich für die Menschen auch im Mittelpunkt steht. Und das ist keine Frage von Männern und Frauen, weil es geht darum, dass Männer wie Frauen die Möglichkeit haben, sowohl erwerbstätig zu sein, als auch alle diese anderen Arbeiten und Tätigkeiten zu erfüllen. Und wir sehen mehr denn je, dass junge Frauen und Frauen insgesamt heutzutage darauf orientiert sind, auch erwerbstätig sein zu können. Und unsere Forderungen, die wir haben, um was zu regeln, Arbeitszeitverkürzung, Löhne, Arbeitsbedingungen, das richtet sich natürlich auf die Erwerbsarbeit. Ich habe jetzt nicht die Vorstellung, dass wir sozusagen Regelungen machen, wie die Leute zu Hause im Einzelnen tätig sein sollen, sondern es geht um die gesellschaftlich organisierte Arbeit. Und darum steht die zu Recht im Mittelpunkt. Ja, Katja, wird diese Auffassung von dir geteilt oder was sagst du zum Vorwurf, ob wir ein erwerbsarbeitsfixiertes Programm haben, welche Formen sozialer Sicherung die Linke sich vornehmen sollte für das 21. Jahrhundert? Zum Arbeitsbegriff. Also ein Punkt, wo ich Ralf zustimme, ist, ich bin auch für ein Recht auf Arbeit. Aber mein Verständnis von Arbeit orientiert sich an dem, wie Grundrechte generell im Grundgesetz ausgestaltet sind. Nämlich, dass ein Recht nur dann ein Recht ist, wenn es nicht einhergeht mit einem Zwang. Ähnlich wie mit der Demonstrationsfreiheit. Ich meine, wir kämpfen immer dafür, dass jeder seine Demonstrationsfreiheit wahrnehmen kann. Und das heißt eben auch, dass man nicht gezwungen wird, an einem bestimmten Tag zu einer Demonstration zu gehen. Hoffe ich zumindest, dass das unser Verständnis ist.
Aber nun heißt es ja auch manchmal, ja, dass um diesen Arbeitsbegriff, das ist eine total theoretische Debatte, das ist was für Studierstübchen und so weiter. Ich will nur mal daran erinnern, niemand von uns hier im Raum würde auf die Idee kommen, dass Hartz IV was Theoretisches ist. Für viele Millionen Menschen in diesem Land ist das bittere Realität quasi geronnene materielle Realität. Doch genau die Einführung von Hartz IV ist vorbereitet worden mit theoretischen Debatten, die dann gemündet sind in der Propaganda des Institutes Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist das neoliberale Propaganda-Institut schlechthin. Und die haben bundesweit plakatiert, Sozial ist, was Arbeit schafft. Das hieß dann im Untertitel, egal zu welchem Preis, also auch zum Preis von einem Euro. Und deswegen meine ich, uns über einen Arbeitsbegriff zu verständigen, ist mehr als Theorie, weil es immer wieder in soziale Wirklichkeit gerinnen kann. Es stimmt, Ralf, es gibt auch einige Passagen, wo so ein bisschen der Geist von vier in einem durchschimmert. Aber der zentrale Gedanke im Programmentwurf, und der zieht sich ja wie ein roter Faden, ist schon eine klare Höherwertung von Erwerbsarbeit vor allen anderen Tätigkeitsformen. Ich will das mit einem Satz belegen. Es heißt, Zitat, die Grundlage für die Entwicklung der Produktivkräfte ist heute und auf absehbare Zeit die Erwerbsarbeit. Und das halte ich für problematisch. Ich weiß, zu DDR-Zeiten gab es so eine Vorstellung, dein Arbeitsplatz, dein Kampfplatz für den Frieden. Ich will mir jetzt nicht anmaßen zu urteilen, ob das damals gestimmt hat. Ich weiß aber eins, im Kapitalismus stimmt das definitiv nicht, denn da ist eben nicht ausschlaggebend, inwieweit man zum Nutzen der Gesellschaft beiträgt mit seinem Arbeitsplatz, sondern es ist vor allen Dingen eins ausschlaggebend, inwieweit man sozusagen Profit fördert. Und Profit bedeutet eben mitnichten gleich, was zum Wohle für die Gesellschaft zu tun. Und insofern halte ich es tatsächlich eher mit Frigga Haug und vielen Feministinnen, die sagen, wir meinen, es gibt vier Arbeitsbereiche, die sind gleichberechtigt. Und das ist eben erstens die Erwerbsarbeit, zweitens das, was wir als Marxistinnen als Reproduktionsarbeit benennen. Für Leute, die eher der katholischen Soziallehre angehängen, sagt man dann eher so Sorgearbeit. Das ist drittens die politische Einmischung, denn das ist doch genau das Problem, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Politik auf einige wenige Berufspolitikerinnen reduziert wird. Unser Verständnis von Demokratie ist doch, dass jeder und jede sich permanent einmischen kann in den Prozess. Und viertens gehört zu den vier gleichberechtigten Tätigkeitsbereichen eben auch die Arbeit an sich selber vorstellbar als Muse. Denn ich weiß nicht, ob ohne Muse wäre uns so mancher wichtiger Meilenstein auf der linken Geistesgeschichte bestimmt vorenthalten geblieben. Und ich möchte abschließend mit einem Zitat von Oskar Negt. Oskar Negt, ich nehme an, ihr kennt ihn, er hat noch bei Adorno studiert, war Assistent bei Jürgen Habermas, sag ich mal eher sozialdemokratisch geprägt, und er schreibt anlässlich des 1. Mai den Gewerkschaften etwas entgegen. Er schreibt, im veränderten Kapitalismus genügen bloße Verteidigungskämpfe nicht mehr. Ich plädiere dafür, dass die Gewerkschaften wieder eine starke Gesellschaftsutopie entwickeln, und dann plädiert er für die Erweiterung des gewerkschaftlichen Mandates. Zitat, erstens müssen sie ihren Begriff von Arbeit erweitern. Lohnarbeit ist nur eine Form der Arbeit. Und Negts Plädoyer für gewerkschaftlichen Offensivgeist mündet dann in der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Er sagt, wir sollten auf ein Grundeinkommen für alle drängen. Das Geld ist da, es ist nur falsch verteilt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist die einzig vertretbare Form, das Problem in einer Demokratie zu lösen. Bedingungen darf es nicht geben, sonst beginnt der Überwachungsstaat. Soweit Oskar Negt. Und ich finde, eine Linke sollte nicht hinter dem Sozialdemokraten Oskar Negt in ihrem Programmentwurf zurückbleiben. Ja, wir haben zwar gesagt, dass wir eigentlich nicht in Dialoge verfallen wollen, aber wir haben bei Katja jetzt ein bisschen zugegeben mit der Zeit. Und deswegen hat Ralf auch die Möglichkeit, und das ist auch sein Wunsch, in einer ganz kurzen Intervention nochmal darauf zu reagieren. Auch wenn der Sozialdemokrat Oskar Negt heißt, muss er nicht recht haben. Ich glaube, dass die Arbeit, die im Programm beschrieben wird, das ist dann nicht um die Frage, was finden wir sozusagen moralisch höherwertig. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die unterschiedlichen Arbeiten unterschiedliche ökonomische Bedeutung haben. Und dass natürlich die Frage der Erwerbsarbeit als die Bedingung für Existenzsicherung ist. Da kommt das Geld rein sozusagen. Das betrifft für die Einzelnen und das betrifft auch die Gesellschaft. Ja? Der Sozialstaat und auch ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte nur finanziert werden, wenn die ganz überwiegende Mehrzahl der Leute erwerbstätig sind. Geld verdienen, aus dem dann eben auch Steuern und Abgaben gezahlt werden. Da führt einfach real kein Weg dran vorbei. Das Zweite ist, auch die Frage, dieser Satz, der zitiert worden ist, mit der Entwicklung der Produktivkräfte findet auf absehbare Zeit im Erwerbssektor statt. Das ist eine empirische Aussage. Ja?
Denn die Entwicklung der Technik, die Entwicklung der Produktivkräfte findet in den Bereichen statt, wo Leute forschen, wo neue Technologien entwickelt und eingesetzt werden. Und das sind im Prinzip Sachen, die in Erwerbsarbeit laufen. Ja? Forscher und Wissenschaftler sind nicht hauptsächlich im Hobbykeller tätig, sondern in Labors, und die werden dafür bezahlt. Und das ist auch richtig so. Und das treibt die Entwicklung voran. Und Computer und Waschmaschinen wurden eben nicht sozusagen zu Hause erfunden. Und als letztes, wir sind uns doch völlig einig, dass wir gegen Arbeitszwang sind und dass wir gemeinsam gegen Hartz IV kämpfen und für eine repressionsfreie Alternative. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Ich denke nur, dass bedingungsloses Grundeinkommen nicht die Alternative ist. Und dass kein Arbeitszwang nicht bedeutet, sozusagen eine Propaganda für Nichtarbeiten, sondern die Gesellschaft als Ganzes muss natürlich arbeiten. Und bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet natürlich, dass gearbeitet werden muss, weil die Güter und Dienstleistungen, die gekauft werden können mit dem Geld, bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es das gäbe, was es aus meiner Sicht nie sein wird, die werden erzeugt von Menschen, die in Erwerbsarbeit diese Güter und Dienstleistungen herstellen. Ja? Sonst funktioniert das alles nicht. Und die auch die Steuern zahlen, aus denen das dann alles bezahlt werden muss. Und es ist meiner Sicht keine wirklich linke Perspektive. Alle müssen das Recht haben und die Möglichkeit, sich an Erwerbsarbeit zu beteiligen. Und die, die nicht können und wollen, sollen Geld kriegen, okay. Aber es macht keinen Sinn, das dann alle zu verteilen. Das macht nur ein riesen Umverteilungskarussell. Gut. Ich sehe, das wird noch eine spannende Diskussion führen. Und wer diese Debatte vertiefen möchte, den darf ich auf das Forum 4 hinweisen, wo die Frage gute Arbeit, soziale Sicherung, Gerechtigkeit auch heute in den Workshops weiter diskutiert wird. Ich möchte jetzt eine weitere Frage aufwerfen, die wir in einem Forum 3 diskutieren wollen. Das ist nämlich die ebenfalls umstrittene Frage von Eigentumsordnung und Wirtschaftsdemokratie. Dort macht ja der Programmentwurf einige durchaus weitreichende Vorschläge unter dem Stichwort Vergesellschaftung. Andere kritisieren, geht es zu weit in Richtung Verstaatlichung. Und ich würde Sarah Wagenknecht bitten, zunächst Ihre Position zum Eigentumsbegriff uns so skizzieren. Na, ich denke, eine ganz wichtige Frage hat Klaus vorhin aufgeworfen, nämlich die Frage, Eigentum, wirtschaftliches Eigentum ist Macht, zumindest dort, wo es hochkonzentriert vorliegt. Und wir haben ja eben keinen Kapitalismus mehr, wo lauter Kleine auf irgendwelchen freien Märkten primär miteinander wetteifern, sondern wir haben einen Kapitalismus, wo 500 große Weltkonzerne mehr als die Hälfte des Weltsozialprodukts kontrollieren. Und das ist eine unglaubliche Macht. Und aus dieser Macht resultiert das, was wir als neoliberale Politik beschreiben. Das ist ja auch nicht nur, weil Politiker korrupt sind oder blöd sind oder sich aus Lust verkaufen, sondern es kommen eben auch genau bestimmte Politiker in bestimmte Funktionen, weil es dieses Machtkartell gibt. Und gucken wir uns die Bundesrepublik an. Wir haben drei große Medienkonzerne, Holzbrink, Bertelsmann, Springer. Alle diese drei Konzerne sind, zumindest in wesentlichen Teilen, im Privatbesitz von Familien. Das ist vererbbares Privateigentum. Und da müssen wir, denke ich, schon die Frage stellen, ist es legitim, dass die Meinungsgestaltung einer Gesellschaft privates Eigentum einer kleinen Handvoll Familien ist? Und ich finde, das darf nicht sein. Nehmen wir den Finanzsektor. Der sogenannte Finanzmarkt, der ist überhaupt kein Markt. Auf diesem Finanzmarkt, und zwar weltweit, diktiert ein Oligopol von etwa 12 großen Banken, die mit ihren Investmentbanking-Abteilungen im Grunde darüber mitentscheiden können, wie sich Wechselkurse entwickeln, wie sich Währungen entwickeln, wie sich Zinssätze entwickeln, wo Investitionen möglich sind und wo sie eben auch verhindert werden. Und auch da muss man sagen, das sind private Organisationen mit wahnsinniger Macht und mit einer Macht, die die bürgerliche Politik auch noch als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Die haben ja das bekannte Zitat von Tietmeyer, wir müssen jetzt sozusagen, wir stehen unter der Kontrolle der Finanzmärkte, und unter Kontrolle der Finanzmärkte heißt unter Kontrolle privater Banken, der Ackermänner und Co. Und auch da meine ich, nein, das darf nicht mehr sein. In diesen Bereichen muss die öffentliche Hand kontrollieren, sonst kann sie überhaupt nicht die Gesellschaft gestalten, sonst kommen wir nicht zu sozialer Gerechtigkeit und sonst kommen wir auch nicht zur Demokratie. Und auch einen dritten Punkt noch zur Wirtschaft selbst. Auch in der Wirtschaft, da wo Autos produziert werden, wo viele andere Dinge produziert werden, gibt es eben auch ganz unterschiedliche Konzentrationen von Eigentum.
Es gibt die kleinen und mittleren Unternehmen, denen kann der Staat Rahmenbedingungen setzen. Die müssen sie einhalten. Wenn der Mindestlohn gesetzt wird, dann müssen sie ihn zahlen. Wenn ökologische Bedingungen gesetzt werden, dann müssen sie sie einhalten. Und das tun sie in der Regel auch. Aber es gibt eben die großen Unternehmen, die dann mit ihrer Macht nicht von dem Staat Bedingungen diktiert werden, sondern die den Staaten Bedingungen diktieren, weil sie über so viel Investitionen und damit über so viele Arbeitsplätze entscheiden, dass die Politik doch geradezu in Geiselhaft dieser großen Unternehmen ist. Und auch da, meine ich, müssen wir als Linke die Debatte darüber führen, mit welchem Recht können eben hier Eigentümer über Milliarden, die sie nicht erarbeitet haben, sondern die Beschäftigten erarbeitet haben, mit welchem Recht können diese Eigentümer entscheiden, wir verlagern, wir schieben das irgendwo anders hin, wir vernichten Arbeitsplätze oder wir investieren nicht. Das ist eine Erpressungsmacht, die ich überwinden möchte. Und ich finde, da sind die Entscheidungen und die Aussagen im Programmentwurf sehr differenziert. Es ist ja in der öffentlichen Debatte so dargestellt worden, als würden wir hier die Vollverstaatlichung der Wirtschaft fordern. Kompletter Blödsinn. Es geht um diese Kernbereiche. Und es geht auch nicht überall um Staatseigentum. Es geht um kommunales Eigentum, es geht um Belegschaftseigentum. Aber es geht darum, kapitalistisches, privatkapitalistisches Eigentum in all diesen Kernbereichen zu überwinden. Und ich finde, das muss auch unser Markenzeichen sein. Wir sind eine Partei, die privatkapitalistisches Eigentum in den Kernbereichen der Wirtschaft überwinden möchte. Und damit sind wir im Grunde auf dem Boden des Grundgesetzes und auf dem Boden der meisten Landesverfassungen. Man muss sich mal angucken, was da drin steht. Zum Beispiel in der saarländischen Landesverfassung, das ist das Letzte, damit möchte ich dann auch schließen, steht der Passus im schönen Artikel 52, Schlüsselbereiche der Wirtschaft dürfen nicht Gegenstand privaten Eigentums sein. Schlüsselbereiche der Wirtschaft. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen uns doch trauen, ein Programm zu machen, das wenigstens auf dem Boden auch mit der saarländischen Verfassung kompatibel ist. Dahinter müssen wir doch nun wirklich nicht zurückfallen. Ja, Sarah hat zum Ende gesagt, Schlüsselbereiche der Wirtschaft dürfen nicht in privaten Händen sein. Matthias, teilst du diese Auffassung? Geht's dir zu weit? Und teilst du auch die Auffassung, dass wir hier eine sehr differenzierte Aussage zum Thema Eigentum und Wirtschaft haben? Oder sollte es deiner Meinung nach geändert werden? Ich glaube, dass die Frage, sollten wir es ändern oder nicht, nicht das ist, worum es mir geht. Ich stimme Sarah völlig zu und ich glaube, dass wir da auch Konsens haben in der Partei, dass die Eigentumsfrage eine zentrale Frage für die Linke ist und deswegen auch in unsere Programmdebatte gehört und auch sicherlich in unser neues Programm. Unsere beiden Vorsitzenden haben ja heute Morgen auch aus ihrer Sicht dazu schon einiges beschrieben und Klaus ist auch auf die unterschiedlichen Erfahrungen eingegangen, die wir in Ost und West haben und ich will mal daran anschließen. Ich finde, dass das für uns ein Vorteil ist, ein Plus, was wir in die Diskussion einbringen können. Und was, wenn wir über den Programmentwurf reden und deine Frage ist, was fehlt mir, wo sehe ich es anders? Ich glaube, dass wir noch sehr viel intensiver darüber reden müssen, auf welcher gesellschaftlichen Folie findet das denn statt. Die Frage, dass staatliches Eigentum legitim ist, dass wir öffentliches Eigentum gerade in den Bereichen der Daseinsvorsorge brauchen, das ist unstrittig. Was wir aber vermeiden müssen, ist zu glauben, dass wir damit sozusagen schon die entscheidende Stellschraube gedreht haben. Wir müssen uns darüber verständigen, was ist denn gesellschaftliche Zielvorstellung? Wer entscheidet denn über Gesellschaftspolitik? Wo werden denn Entscheidungen getroffen? Und solange der gesellschaftliche Mainstream auf Profitmaximierung orientiert ist, solange wird sich das staatliche Unternehmen, der staatliche Energiekonzern kaum anders verhalten als der private Energiekonzern. Wir können das bei anderen beobachten. Und deswegen dürfen wir diese beiden Punkte nicht voneinander trennen. Wir müssen die Eigentumsfrage stellen, gerade als Linke, aber wir müssen sozusagen im gleichen Atemzug die gesellschaftliche Debatte darüber führen, was sind unsere Erwartungen an soziale und ökologische Regulierung? Was will Gesellschaft als Ziel formulieren und wer entscheidet eigentlich darüber? Ist es der Beamte im Staatsunternehmen oder ist es der Bürger in demokratischen Entscheidungsprozessen und in Parlamenten? Diese Diskussion müssen wir führen und dann kommen wir auch mit diesen beiden unterschiedlichen Fragen zueinander.
Ja, wer also Interesse hat, diese Fragen weiter zu diskutieren, dem sei das Forum 3 empfohlen, demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert, Eigentumsordnung und Wirtschaftsdemokratie. Ich möchte in der nächsten Runde, und die würde dann noch mal an alle gehen, eine Frage aufwerfen, die ebenfalls sehr differenziert diskutiert wird, nämlich wie wollen wir die Gesellschaft verändern, was sind die nächsten Schritte, wie kommen wir dahin zum demokratischen Sozialismus, aber damit natürlich auch verbunden die Frage, ist eine Regierungsbeteiligung für die Linke eine Form, diese Gesellschaft zu verändern oder ist sie es nicht, wenn ja, unter welchen Bedingungen, wie sollte sich die Linke hier aufstellen und wie sollte sie die programmatische Frage mit der strategischen Frage verbinden. Und wir beginnen diese Runde, würde ich vorschlagen, mit Katja. Bitte schön. Ja, auf dem Weg Richtung demokratischer Sozialismus des 21. Jahrhunderts, meine ich, kommen wir nicht umhin, uns über einige zentrale Transformationsprojekte zu verständigen. Und unter Transformationsprojekten meine ich mehr als kleine Reformschritte, die notwendig sind, sondern Transformationsprojekte haben für mich verbessern zum einen im Hier und Heute die Lebensqualität. Also ich glaube, wir sollten auf Maßnahmen verzichten, die heißen, ihr müsst durch ein langes Tal der Tränen, ehe der verheißende Sozialismus kommt. Diese Methode ist gescheitert, sondern wir brauchen Maßnahmen, die im Hier und Heute die Lebenssituation verbessern, die aber eben auch das Potenzial haben, die Machtverhältnisse grundlegend zu verändern. Und dafür schlage ich folgende Transformationsprojekte vor. Erstens, kostenlosen Bus- und Bahnverkehr für alle, denn Mobilität ist ein Menschenrecht. Zweitens, die Stärkung von solidarischer Ökonomie, weil das, was es bereits gibt als solidarische Ökonomie, das ist der lebendige Beweis dafür, dass es Wirtschaftsformen jenseits der kapitalistischen Profitlogik gibt. Drittens, ein Einkommenskorridor, der davon ausgeht, dass kein Mensch in dieser Gesellschaft unter 1.000 Euro fällt und dass man aber im Gegenzug auch sagt, irgendwann, ich würde jetzt mal vorschlagen, bei dem 40-fachen von dem, was der Ärmste bekommt, lässt sich ein Mehr von Geld auch nicht in ein Mehr von Lebensqualität umsetzen, dann fließt dieses Mehr an Geld nur in die Möglichkeit, Demokratie und Politik direkt zu beeinflussen. Deswegen meine ich, wir sollten auch über ein Maximaleinkommen von 40.000 Euro im Monat reden. Das gehört für mich eng miteinander verbunden. Und viertens braucht es ein Bildungssystem, was eben ermutigt, kritische Fragen zu stellen. Denn so sehr wir unter der Bild-Zeitung leiden, so sehr müssen wir wissen, Weg zum demokratischen Sozialismus erfordert den steinischen Weg der Aufklärung. Und jetzt die Frage, wie geht man dazu mit Regierungsbeteiligung? Ich kann nur sagen, aus Dresdner Erfahrung, Opposition alleine ist kein Garant dafür, dass man nicht doch irgendwie unter Anpassungsdruck gerät. Ja, ihr erinnert euch. Ich will nur sagen, entscheidend ist, egal ob man sich in sozialen Bewegungen engagiert, egal ob man in der Opposition ist oder in der Regierung, entscheidend ist immer, dass wir uns auf zwei Sachen verständigen. Erstens, für uns muss jede Veränderung über Demokratie, über demokratische Mehrheiten gehen, über den Weg der Aufklärung. Und zweitens, wir müssen uns immer eine grundsätzlich kritische Haltung bewahren, denn schließlich wollen wir mehr als kleine Reparaturen, wir wollen grundlegende Veränderungen. Dankeschön. Vielen Dank, Katja, Matthias. Ihr habt euch aufgestellt, ihr habt nächstes Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt, die ersten Wahlen in Sachsen, die wir überhaupt im nächsten Jahr sozusagen haben werden, in dem Superwahljahr 2011. Ihr habt dort auch den Anspruch formuliert, stärkste Kraft zu werden und den Regierungschef zu stellen. Was sagst du zu dieser Frage Regierungsbeteiligung, Programm und welche strategischen Fragen sollte sich die Linke deiner Meinung nach stellen? Also die Linke ist in Sachsen-Anhalt im letzten Herbst bei der Bundestagswahl stärkste Partei geworden, deutlich vor der CDU. Wie könnten wir anders, als diesen Regierungsanspruch zu formulieren? Wir haben als Neue Linke in den letzten Jahren etwas sehr Wichtiges geleistet. Wir haben nämlich Millionen Bürgerinnen und Bürger in dieser Bundesrepublik, die sich entweder ausgeschlossen fühlten oder real ausgeschlossen sind von gesellschaftlichen und politischen Prozessen, denen Millionen haben wir wieder eine Stimme gegeben, nicht zuletzt im Deutschen Bundestag. Und was mein Plädoyer ist, ist zu sagen, dabei darf es nicht bleiben. Jede einzelne dieser Stimmen ist es wert, zu einer entscheidenden Stimme zu werden. Nicht nur gehört zu werden, sondern mitzuentscheiden über diese Politik in diesem Land. Und wir müssen Parlamentarismus nicht als einziges Mittel unserer Arbeit sehen, das wäre grundfalsch. Wir müssen die gesamte Breite der politischen Arbeit bedienen. Aber wir dürfen Parlamente auch nicht nur darauf begrenzen,
politische Anliegen zu artikulieren, sondern wir müssen uns bewusst in die Entscheidungsprozesse hineinbegeben. Ansonsten kommen wir zu dem Fazit, die Linke agitiert und die anderen handeln. Und ich möchte, dass wir den Millionen, die uns ihre Stimme anvertraut haben, auch sagen können, wir haben jede Chance genutzt, für euch heute eine reale Veränderung zu bewegen. Und wenn wir das schaffen im nächsten Jahr in der Sachsen-Anhalt mit dem ersten linken Ministerpräsidenten, dann glaube ich, haben wir einen richtigen Wahlauftakt für das Wahljahr 2011 geliefert. Ja, vielen Dank, Matthias. Sarah, auch du machst dich bekanntermaßen stark für das Ziel demokratischer Sozialismus. Vielleicht aus deiner Perspektive, wie kommen wir dahin? Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel? Ja, wir kommen vor allem dann voran, wenn es in dieser Gesellschaft mehr Bewegung gibt und mehr Druck und mehr Widerstand. Und ich denke, das ist wirklich die ganz vorderste Aufgabe der Linken, Menschen zu ermutigen, sich zu wehren. Und natürlich auch über Alternativen zu reden. Und in dem Kontext, finde ich, müssen wir auch die Frage regieren oder nicht regieren diskutieren. Die Frage steht doch gar nicht, dass der eine in der Partei sagt, nie und nimmer regieren und der andere sagt, ja unbedingt. Sondern die Frage ist, also das sagen schon vielleicht einige, aber zumindest sagt keiner nie und nimmer. Sondern die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann und sollte man regieren? Das ist doch die entscheidende Frage. Und hier ist eben der Punkt. Je stärker die Linke ist und je mehr gesellschaftliche Bewegung sie auch mit in Kraft setzen kann, je mehr es Demonstrationen gibt in diesem Land, je mehr es Streiks gibt, desto größer ist auch die Chance, dass andere Parteien gezwungen werden, sich von ihrem neoliberalen Modell zu verabschieden, von dem sie sich noch nicht verabschiedet haben. Die SPD und die Grünen, die sind noch in diesem Modell. Aber wir müssen sie durch unsere Stärke und durch gesellschaftliche Bewegung unter Druck setzen. Das ist die einzige Chance, eine andere Politik durchzusetzen. Und was, denke ich, überhaupt nicht sinnvoll ist, ist uns als Linke unter Verkauf unserer Seele und unter Verkauf im Grunde der Interessen unserer Wähler in Regierungen zu integrieren, weil das nur dazu führt, dass wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren und weil das nur dazu führt, dass wir schwächer werden und nicht stärker. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass im Parteiprogramm zumindest ein paar Mindestbedingungen definiert werden, unter welchen Bedingungen wir uns jedenfalls nicht an Regierungen beteiligen. Das ist ja kein Gesamtprogramm. Wir wollen nicht im Parteiprogramm 1000 Koalitionsverträge durchdeklinieren. Aber ich denke, die Menschen, die uns wählen, die müssen einfach wissen, was mit der Linken geht und was mit ihr definitiv nicht gehen wird. Und es muss klar sein, die Linke wird nicht privatisieren, die Linke wird keinen Sozialabbau mittragen, die Linke wird keinen Beschäftigungsabbau im öffentlichen Dienst mittragen und die Linke wird auch keine Kriegspolitik mittragen. Und das muss klar sein und das müssen wir den Leuten vermitteln und deswegen sollten wir es auch ins Programm schreiben. Ja, vielen Dank. Damit eng verbunden ist natürlich auch die Frage unserer gesellschaftlichen Bündnispartner, wenn wir hier die Frage stellen, wie wollen wir die Gesellschaft, wie wollen wir die Welt verändern? Und ich bitte jetzt abschließend für diese erste Runde Ralf Krämer dazu Stellung zu nehmen. Ralf, du bist ja auch Gewerkschaftssekretär auch bei Verdi und kannst vielleicht auch unter dieser Perspektive zur Frage der Bündnispartner noch einige Worte zu uns sagen. Ja, ich denke, das Projekt, um das es in den nächsten Jahren vorrangig gehen muss, würde ich benennen sozialökologischer Umbau. Da kommt es für mich darauf an, dass wir den ökologischen Umbau und eine Ausweitung sozialer Gerechtigkeit, sozialer Sicherung, sozialer Leistungen in diesem Land verbinden damit, ja, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, Millionen neue gute Arbeitsplätze zu schaffen in öffentlichen und sozialen Dienstleistungen und durch öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit, Pflege und ökologischen Umbau, dass wir da sozusagen eine Verbindung hinkriegen. Und wir müssen uns klar sein, das ist eine Politik, die muss finanziert werden. Da brauchen wir eine gerechte Steuerpolitik. Das muss sozusagen von den Reichen, vom Kapital finanziert werden, beziehungsweise zu dessen Lasten geht es. Das ist eine Politik, die müssen wir gegen Kapitalinteressen durchsetzen. Das ist eine Politik, für die wir soziale Kämpfe führen müssen, für die wir soziale Kräfte mobilisieren müssen und die wir aus meiner Sicht nur werden durchsetzen können, wenn es uns gelingt, die breite Mehrheit der Lohnabhängigen und der Gewerkschaften sozusagen als einen aktiven Faktor in diesem Kampf mit dabei zu haben. Und darum geht es, denke ich, schon darum, dass wir klar haben müssen, wir werden eine linke Politik hier nur durchsetzen können, wenn wir
ein anderes gesellschaftliches Klima, andere gesellschaftliche Kräfteverhältnisse herstellen durch eine Mobilisierung, durch eine Orientierung der Lohnabhängigen, der abhängig Beschäftigten, der Erwerbslosen für linke Politik und dass wir es da insbesondere auf gewerkschaftliche Aktionen in diese Richtung uns auch stützen können. Nicht, dass die Gewerkschaften die Partei, die Linke unterstützen, aber sie vertreten im Prinzip die Interessen, die wir auch vertreten. Sie gehen in eine ähnliche Richtung von ihren Zielvorstellungen her und insoweit, denke ich, gehört das zusammen. Und ich will als Letztes an dem anschließen, was Sarah gesagt hat. Wir müssen bei all dem eine Politik machen, dass die Linke stärker wird. Ja? Wir dürfen uns an Regierungen nur beteiligen. Wir müssen, wir dürfen nicht so werden wie die anderen. Ja? Wir dürfen die Leute nicht enttäuschen, dass wir dann in Regierungen genauso werden wie sie, sondern wir müssen diese Ziele und diese andere Politik glaubwürdig in jeder Hinsicht auf der Straße und in Parlamenten vertreten. Ja, vielen Dank. Ich sehe durchaus, wie es euch jetzt schon in den Fingern juckt, nochmal darauf einzugehen. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern wer diese Frage weiter diskutieren möchte, dem sei dann heute Nachmittag das Forum 8 empfohlen. Ich bedanke mich zunächst bei euch als Mitgliedern der Redaktionskommission für diesen Einstieg in die Podiumsdiskussion. Bedanke mich auch dafür, dass ihr, glaube ich, sehr vorbildlich wart, was hier demokratische, gepflegte und faire Streitkultur anbelangt und hoffe, dass wir das jetzt auch durchhalten, wenn wir in die Generaldebatte gehen und gebe weiter zurück aufs Arbeitspräsidium.